Enzo, you're Orion. Oh, ein neues Orion für uns? Mitleid? They massacre all these people, and then they love about it. They dare to make fun of these men, these women, all these folks who trusted them. They are laughing about it. This is unforgivable. Eher Wut, oder? Enzo, you're starting to catch fire. What's happening to you? I'm burning up, but I... accept it. Let it out. I'm gonna kill them all. Even if it's the last thing I do, I will show no mercy. Scum! Garba! I am going to make them taste the pain they've inflicted to others! You took some time, but you've accepted it. What's happening to me? Whose voice is that in my head? Always the same question. Who is this other? An amazing reflex, predictable, yet still a surprise over the centuries. If I'm the one you've awakened from the veil, then it's because you have trouble recognizing who you are, son of the Cory Odans. So let me ask you, who are you? I'm Enzo Cory Odan, the King of Zama. No, that's only your role in life. Who you are is etched way down inside your deepest emotions. It's what you've been repressing for years, so you could be what the world expects you to be. So, who are you? I am anger. Good. You're opening your Orion to your soul. Accept it. Don't judge yourself. Channel your legacy. Tell me who you are in relation to this anger. I'm always angry. I'm furious that I've been exiled from my city. I feel hate for N'Garba. I feel hate for the Chorus, for this forest. I want to see them burn and suffer for what they've done. You're angry about more than that. My anger is only against the enemies of Zama. Then receive the legacy on the wrath of the Coriodas. May the fire of your rage bring down the enemies of Zama. But your legacy will not be complete until you release all the anger that's inside you. Wait! You're one of my ancestors. Tell me how to get all my legacies. Why won't you help me save Zama? Enzo, can you hear me? What happened? You caught fire for a moment. Are you alright? I just went through an Orionic awakening. An awakening? Are you sure? I can't explain it, but I can feel a new part of my legacy flowing into me. My blood is boiling with anger. I can feel Oriti reacting to the flames. The little guy smells intruders in the area. Those are the Orionics who defeated Boss Norbert. Let's get back to the base. We're not going anywhere. There's a price on their heads. Tss. Okay, but let's barricade the road so to the base with a blood pact then. Give me the trackers as backup while I find them. D
these barriers again. But I feel there's a bond linking them with the creatures in the area. Ein Blutpakt. Ah, okay, meine Stimme war jetzt aufgrund der vielen Wut sehr angegriffen, aber Mensch, das war ja interessant. Jetzt haben wir Feuer gefangen aufgrund der Wut. Nichts mit Mitleid, nö. Wut ist das einzige Dominierende in ihm. Aber das haben wir ja auch schon vorher gemerkt. Jetzt ist er also so weit ausgebrochen, dass er sogar eine orionische Kraft daraus erhält, Mensch. Gut, aber schauen wir uns erstmal den Blutpakt an. In bestimmten Gebieten des Spieles wirst du feststellen, dass es orionische Barrieren gibt. Die halten dich davon ab, die Gebiete zu wechseln, bis du bestimmte Kriterien erfüllt hast. Manchmal mögen sie daraus resultieren, dass ein orionischer Blutpakt kreiert wurde von den Gegnern in der Region. Um diesen Pakt zu kreieren, schneiden sie sich selbst auf und lassen die Barriere erscheinen, die zu ihnen orionisch verbunden ist. Die haben orionische Kräfte? Okay. Du wirst einfach in der Lage sein, die Gegner festzustellen, die den Blutpakt kreiert haben, durch die kleinen Icons über ihren Köpfen. Die Barriere ist nicht zu jedem, ist zu niemand anderem verbunden. Die Barriere zu durchbrechen bedeutet, die Verbindung zu zerstören, die sie mit all den Gegnern habt, die den Pakt kreiert haben. Also ist das Ziel, alle Gegner zu besiegen innerhalb des Gebietes, die eine Verbindung zu der Barriere haben. Gut, das hätte man auch einfacher haben können, die Erklärung mal wieder. So if I'm right, we must defeat them all to get through. I can practice my new legacy on them. Ein neues Erbe, wunderbar. Wenn Enzo Aurionica zur Wahl hat, verfügbar hat, kannst du, wenn Enzo irgendeinen Orion verfügbar hat, dann kannst du es mit dem Shortcut oder einem Shortcut im Orion Management Menü zuweisen. Ein Maximum von 4 Orions kann gleichzeitig zugewiesen werden. Shortcuts zu benutzen erlaubt dir, zwischen einem und dem anderen Orion hin und her zu wechseln, ganz interaktiv, mitten im Kampf. Mit ein bisschen Übung ist es manchmal sehr effektiv, von einem Orion zum anderen mitten in einer Technik-Kombo zu wechseln. Wie auch immer, du musst beachten, dass es einen gewissen Grad an AP benötigt, einen Orion zu fokussieren. Du solltest immer ein Auge darauf haben oder du wirst augenblicklich ungeladen werden. Wunderbar. Wie auch immer, schon wieder however. Ihr solltet nicht jeden Satz mit however anfangen. Wie auch immer, das ultimative Erbe oder der Fortschrittsbalken des ultimativen Erbes, ach, dafür ist der Balken da, okay, ist nur zu einem einzigen Orion verbunden. Techniken von Orion A zu benutzen, wird nur einen Effekt auf die Anzeige von Orion A haben. Zu Orion B zu wechseln, wird dann die Anzeige für Orion B anzeigen. Wunderbar. Das dachte ich mir alles schon. Entfessle die Wut des Coriodans auf gegenüber der Koros Gang. Na dann. I got you. You are going to pay for your barbarity, you monsters. Oh ja. Dann bin ich gespannt auf den Zorn der Coriodans. Was es da für spannende Fähigkeiten gibt. Ich hoffe, unsere Gegner fangen so richtig Feuer. Sie sind so richtig Feuer und Flamme für diesen Kampf. Use your new Orion. Okay, das wollen wir. Ah, toll. Ah, okay. You're going to fry for what you've done. Okay. Bam. Wee. Okay. Warrior. Das scheint ordentlich reinzuhauen. Ich werde aber noch mal ganz kurz ein bisschen aufladen.
So, und dann werden wir uns gleich mal dem letzten verbliebenen Freund da unten stellen. Unser Leben ging jetzt gerade ziemlich schnell runter, muss ich feststellen. Aber macht ja nichts. So, nochmal so richtig schön aufladen. Wobei, wir haben noch keine Endfähigkeit jetzt gerade, noch keinen Finisher mit dem Orion, ne? Sehe ich gerade so. Okay, macht aber gar nichts. So, wir hauen trotzdem so richtig drauf. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber das kriegen wir hin. Also das Ding haut gut rein. Da freue ich mich schon sehr drauf, das ein bisschen in den Kämpfen auszuprobieren. Der nächste Gegner. Na. Wir kriegen euch alle. Wunderbar. Los geht's. Runde 2. Und wieder gehen wir in die Wut über. Wow. Den haben wir aber gerade fliegen lassen. So, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufladen hier. Yep. Wunderbar, dann haben wir zumindest noch unsere AP wieder voll gemacht. Und der Kampf ist deutlich einfacher jetzt mit dem Orion als vorher noch mit dem anderen. Halt! Nicht nach ganz unten, Mensch. Wir fangen erstmal hier an mit dem. Schöne Reihe nach. Wir holen uns alle 4. Ich nehme mal an, dass es zumindest genau die 4 sein werden, die wir im Bild gesehen haben, ne? Wobei, da war bloß ein Trainer, oder? Waren da 2? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall wieder der Wechsel. Anger! So herrlich. Das ging sehr, sehr schnell jetzt gerade wieder. Und schon ist der Kampf vorbei. Also, ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube aber, wir sollten das Ehre Orion nicht vernachlässigen deswegen. Das könnte uns trotzdem noch sehr weiterhelfen. Trotzdem, jetzt erstmal kämpfen wir damit. Feuer! So, lebt noch einer? Oh ja. Wunderbar. Terror of the Trakas. Damit sollte die Barriere wieder aufgehoben sein, oder? Gibt's noch mehr? Wir schauen mal. Oh ja, es gibt noch mehr. Mensch, das geht ja richtig weit nach unten hier. Ich dachte, das sind nur die 4, die halt so im Bild zu sehen waren, aber nö. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Ich muss natürlich auch erstmal in das Orion-Menü wechseln. Bam! Herrlich. Och, komm schon. Hör mal mit dem Scheiß auf hier. Okay, wir brauchen mal wieder ein paar AP. Das sollten wir dann vielleicht nicht gerade hier machen. Ja, das war natürlich gut. Da sind wir auch schon getrennt worden von unserer Orion-Kraft. Gut, das scheint jetzt natürlich auch ein bisschen mehr zu verbrauchen als das andere. Ja, genau. Lad mich mal auf. Ich Idiot. So. Na dann. Nochmal ein bisschen was an AP sammeln. Und dann geht's wieder los. Schnecki, heil mich. Und jetzt. Burn, fuckers. Wuhu. Ach, herrlich. Wunderbar, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, ob wir dann vielleicht im Endkampf gegen den Boss der Bande oder gegen die Bosse, es scheinen ja 2 zu sein, einen Finisher dafür noch freischalten. Das wäre natürlich sehr cool. Aber erstmal hauen wir weiter das Kleinvieh weg. Kein Problem. Bam!
Bam! Bam! Bam! Noch mehr? Nö. Hat sich erledigt. Gefällt mir. So sind die Kämpfe doch echt ganz chillig, muss ich sagen. Gut, ich glaube, wir haben's. That was the last one. Das Tor ist offen und wir können endlich wieder hingehen, wo wir wollen. The Orionic Barrier is down. Das ist recht, das ist richtig. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. Und schauen mal, wie es aussieht. Ob wir jetzt schon, wir können eigentlich auch mal aufs GPS schauen. Ob wir jetzt schon zu irgendeinem Endgegner kommen? Nee, das noch nicht. Ah, das scheint ja hier unten zu sein, oder? Wir schauen mal. Okay. Hops. Hallo. Ah, hier gibt's wieder irgendwas zu aktivieren. Oder ist das vielleicht ein Info-Dingens? Ich weiß nicht. Also, es wurde ja mal gesagt, dass das auch Info- Kalus sind. Aber bisher habe ich noch nicht so viel davon gesehen, ehrlich gesagt. Scheiße. Ah, komm, wir müssen erstmal die Typen hier runterkriegen. Jawohl. Das war der Plan. Zack. So, und jetzt alle auf einen Haufen, bitte. Pam, pam, pam. Immer wieder drauf. Immer feste. Man muss sie wirklich bloß schön in einer Gruppe sammeln. Das ist genau wie die Arschlöcher zynisch gesagt haben, als sie die armen Bürger geschlachtet haben. Ne? Wenn man sie schön in einer Gruppe sammelt, dann geht das ganz gechillt. Das gilt genauso für die. Solitary. Okay, wir aktivieren natürlich mal das Ding. Was haben wir denn jetzt gemacht damit? Keine Ahnung. Aber was soll's, wir gehen einfach mal nach unten. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wir fallen direkt in den nächsten Trainer rein. Schön. Aber gut, was soll's. Die hauen wir mit links weg. Also ich habe schon festgestellt, ich glaube, unser Feuer-Orion ist mittlerweile schon stärker dabei als das andere. So, auch du gehst runter. Bam! Burn, fuckers! So, jetzt brauche ich aber mal wieder AP, Mensch. Nicht auf mich schießen, das wäre unfair. Ich hoffe, er macht das nicht. Okay, ich begebe mich wieder in Gefahr, indem ich mein Leben ganz weit runtergehen lasse. Aber hey, was soll's? Wir wollen denen so richtig Schmerzen zufügen. Wunderbar. Bam. Okay. Eigentlich gar nicht nötig, so viel an Aufladungen da zu starten. Aber es macht einfach Spaß, sie dann mit einem Schlag niederzumatschen. Gut, können wir auch hier wieder was freischalten. Ich weiß nicht, welchen Effekt es hat, aber wir werden es bestimmt noch erfahren. Früh genug, nehme ich an. Ah, hier oben ist auch noch mehr. Nee, kannst du da bleiben. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. So, haben wir wieder drei aktiviert. Von hier oben sind wir gekommen, oder? Ich glaube schon. Wir gehen einfach mal weiter. Ah, hier ist wieder eine Barriere. Eigentlich war es zu erwarten. Haben wir hier unten noch so ein Ding? Ja, haben wir. Wunderbar. Es geht vorwärts. Wir räumen bloß noch die Unwürdigen schnell aus dem Wege. So. Bisschen Anger für uns noch. Und dann geht's. Das war schlecht. Da hätte ich dran denken sollen, dass die das können. Ja, heil mich, genau. Sehr gut. Okay. Das hätte auch schief gehen können. Was ist das jetzt eigentlich mit dem schwarzen Hintergrund hier? Wieso sehe ich jetzt nichts mehr? Ich weiß es nicht. Terror of the Trucker Trainers. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und wir leben.
Gut, ich weiß nicht, was genau das jetzt war, dass es jetzt den Hintergrund schwarz gemacht hat, aber es wird bestimmt daran gelegen haben, dass wir gerade besiegt wurden, theoretischerweise. The barrier is open. Okay, schön, dass der Text von sich aus verschwindet, ganz toll. Okay, aber ja, soweit ich das noch mitgekriegt habe, so aus dem Augenwinkel, er spürt die auch ionische Aura. Von daher sollten wir auf jeden Fall speichern, denn das wird wohl ein Endkampf. Ich nehme aber noch mal ganz kurz den Hund hier mit, damit wir unsere AP auch noch auffüllen können. Ich weiß, ich könnte auch einen Gegenstand benutzen, aber wir können es auch einfach im Kampf machen. Wir müssen ja nicht unbedingt mit so wenigen AP in den Kampf gehen. So. Alles sammeln. Gut, und dann wechseln wir mal wieder in unseren Lieblingsmodus. Halt, könntest du mich mal gehen lassen vielleicht? Ich muss doch erstmal ein bisschen aufladen. So. Bam, bam, bam. So, das noch und schnell die AP gefüllt und dann sind wir gut dabei. Jetzt sind wir bereit. Wunderbar. Okay. Wir speichern nochmal. So. Und dann geht's los. Ich nehme mal an, jetzt wird's ernst.